So, hallo und herzlich willkommen. Wieder ein neues Video heute. Denn heute machen wir Wartung und Reinigung für die MG100. Gleichzeitig zeige ich euch auch noch, wie man die Magazine auf die neuen Federn umbaut, was kinderleicht ist, und wie man die Schulterstützen montiert. Dann fangen wir mal mit der Wartung an. Und zwar, wenn ihr das Imbusset, dreht alle Schrauben raus, die ihr sehen könnt, bis hierhin. Diese braucht ihr nicht. Das ist bloß die erste Schauthälfte. Müsst ihr nicht abschrauben, aber alle anderen Schrauben aufmachen. Die müsst ihr auch nicht unbedingt aufmachen. Da sitzen bloß die Ball Detents drin. Ihr habt hier unten, hier habt ihr welche drin, die da, und auch diese beiden hier unten. Und dann auch für die Wartung vom Lufteinlass auch diese beiden. Weil ich ein faules Schwein bin, habe ich das schon mal vorbereitet. Und wozu hat man zwei davon hier rumliegen, wenn man das nicht auch so nutzen kann? Ein faules Schwein meine ich schneiden. So, dann habt ihr das alles gelöst. Dann das Ding natürlich wieder runter. Lauf raus. Wenn ihr die Schrauben alle abgelöst habt, einfach raus. Vorne ziehen, Achtung! Vorne ist eine Lasche dran, die dann eingeklebt wird. Nicht mit Gewalt dran ziehen, sondern dann einfach runter und nach hinten raus. So, dann habt ihr nämlich den Upper Receiver, den Lower Receiver. Dann könnt ihr hier, wenn ihr die Schrauben raus habt, einfach das langsam rausziehen. Dann habt ihr den Lufteingang mit Chrono. Das Fachbau wird mir gleich wieder einfallen. Das könnt ihr dann aufschrauben, vorsichtig natürlich. Dort dann Feder und alles, Führung, mehrere Dichtungsringe. Alles wie immer schön schmieren, sauber halten, Ringe checken, wieder zusammensetzen. Fest. Dieses Teil könnt ihr natürlich auch zerlegen. Würde ich aber nur machen, wenn es unbedingt notwendig ist. Sonst bleibt noch jeder Rest, halt Trigger-Einheit, Trigger-Frame. Kamera erkennt. Müsst eigentlich auch nichts großartig machen, sofern nichts kaputt ist. Ansonsten sind die Sachen, wo ich rate, lasst die Finger weg. Diese Sachen halten lange, da muss eigentlich nie wirklich was gemacht werden. So, dann haben wir den Upper, das ist das eigentlich Interessante. Da gibt es auch gleich einen kleinen Trick. So klaue ich mir mal einen Imbusschlüssel aus meinem Imbusset hier. Gerade dieses Teil hier oben, Scanner etwas widerspenstig. Die Schraube raus hat, stellt ihr den einfach rein. Dann mit Gefühl nach oben aufziehen. Das Ding hält sich selbst fest durch diese kleine Schnalle hier. Also dann nach oben ziehen und dann dabei ein bisschen nach außen und dann löst sie es schon ab. Ist auch nur gesteckt, wird nur von der Schraube, die dann durchgeführt wird, festgehalten. Da kommt dann oben der Hopper rein. Das muss auch runter, damit ihr das halt auseinander bekommt. So, dann hier aufziehen. Dann könnt ihr hinten das Ding rausnehmen. Muss man nicht zwingen, weil das würde eh rausfallen, aber ich nehme es vorher lieber raus. Aus Höflichkeit, und dann könnt ihr es nämlich dann vorsichtig aufziehen. Also ist das Ding mitgekommen. Und dann habt ihr hier auch schon die Tube in dem Regulator drin. So, zieht ihr raus. Dreht das hier einfach. Und da ist er auch schon. Das ist schon alles tatsächlich. Nichts stecken geblieben. Kann man dann schön sauber machen, fließend Wasser, alles easy. Das Ding hier kann man auch abmachen. Das ist praktisch so der Griff dafür. Der ist auch festgeschraubt, da ist also auch eine Schraube drin. Dann vorsichtig aufdrehen. So, dann mit Liebe vorsichtig rausdrücken. Den Striker und alles. Das sind hier halt mehrere Ohrringe. Immer alles schön geschmiert halten. Innen ist noch eine Führungsstange mit Feder, mit Federführung und einem Switch. Müsst ihr euch auch nicht groß drum kümmern, außer es liegt dort natürlich. Bis hierhin. Und weiter würde ich gar nicht gehen. Hier immer schön sauber halten, schön fetten. Das Innen ist gut versiegelt, da kommt eigentlich nichts ran. Und sollte auch für Wartung nicht so anfällig sein. So, dann macht ihr das alles schön sauber.
altes Fett runter, neues Fett drauf natürlich. Kennt man ja das alte Spiel. Ist hier dabei, das Grease. Kein Öl, sondern wirklich dieses, falls ihr euch mal gefragt habt, so macht man das Ding auch. Finger, nicht viel, nicht viel, nicht viel. Mal einschmieren alles. Ruhig auch die Gewinde, so wie es ja, wenn ihr die neu kauft, werdet ihr sehen, dann ist die eh schon vorgefettet. Geht da ruhig überall rein, auch unten bei dem, beim Lufteinlass und alles. Das ist ein Fachwort, mir immer noch nicht einfällt. Hier könnt ihr das Ganze auch mal schön die Ohrringe, auch Gewinde. Habt ihr da weniger Schleiß und weniger Undichtigkeiten. Das kann schon viel helfen. Dann vorsichtig einstecken. So, dass es oben rausschaut. Zusammenschrauben. Immer schön vorsichtig. Haben jetzt die ganze Hand ohne großen Druck. So. So, dann wieder vorsichtig reinstecken. Nicht verkanten. Und wieder bis zum Anschlag eindrehen, aber nicht mit Gewalt. Das hält dann schon. So. Da wieder einsetzen. Man kann es nicht falsch schon zusammensetzen. Es ist tatsächlich gewissermaßen vorgegeben. Man muss sich einfach nur an der Hülle orientieren. Seht ihr schon so? Dann vorsichtig. So. Da seht ihr schon unten das Teil. Das sind die Halterungen. Die Schrauben, die führen euch da wieder drauf. Sie ist auch so angelegt, dass es bis auf die Schrauben hast du immer eine Führung irgendwie. Du hast Steckeinheiten, du hast hier das Teil, das ist auch komplett ohne Schraube. Das zeigt dir auch, wie es zusammenbauen muss, wie man es zusammenführt. Und es hält dann auch schon mal zusammen. Es ist nicht wie bei anderen Markierern, wo man mit drei Händen den Markierer festhalten muss, damit er nicht auseinanderfällt beim Zusammenbauen. Also da haben sie sich wirklich was einfallen lassen, dass man ihn so zusammenbauen kann, ohne dabei gleich verrückt zu werden, wie bei manch anderen Modellen. Ne, Tipman, ich schaue auf dich. Ihr könnt jetzt hier schon die Schrauben wieder einsetzen. Aber das ist ja dann offensichtlich. Darum zeige ich euch jetzt nur schnell das Zusammensetzen. Zusammen, Schrauben wieder rein, fertig. Das Ding ist auch nur gesteckt, aber das lassen wir gleich weg. Denn wir machen ja jetzt noch die Schulterschütze schnell. So, um die Schulterschütze einzubauen, klappt ihr nur diesen Hebel nach oben hier. Zieht dieses Ding raus. Falls es freiwillig nicht rauskommt, einfach mit dem Imbus kurz einhaken. Ihr habt das schon, es ist nicht verkantet, gar nichts, nicht geschraubt. So, dann braucht ihr dieses Teil hier. Das ist einzeln. Da setzt ihr dann, wenn ihr eine passende Schulterschütze habt, einfach hier den Anschluss ein. Drückt sie zusammen. Ich habe jetzt noch keinen passenden Anschluss. Keine passende Schulterschütze. Dann geht ihr in den Ersatzteilbeutel, der dabei geliefert ist. Da sind zweimal diese Schrauben drin. Schraubt das Ganze fest. Dann braucht ihr zwei von diesen Teilen. Und wir haben uns letztes Mal ja schon gefragt haben, was das ist. Das richtig rum einsetzen. Das ist das große nach oben. Das kleine nach unten. So. Den Hebel dann so etwas nach unten, nicht ganz. Das dann rein. So, dass der dann drauf rankommt. Einmal drauf. Hebel wieder zu und dann hält das. Und dann ist das schon der ganze Trick. Kommt die Schulterstütze, die Flasche. Und dann gibt es dann eben noch diese neue, oder diese eigentliche Schulterstütze, aber die gibt es ja noch nicht. Und dann ist das schon gewesen. Und dann machen wir noch das Magazin schnell, wenn wir dabei sind. Der Magazin ist ganz easy. Jeder, der schon mal eine hatte, der weiß, wie es geht. Einfach hier unten aufschieben. Platte ist auch alles ohne Werkzeug. Federn rausziehen einfach. Oben auf. Fallen die Follower raus. Einfach nur hier die Driegelung, kommen sie schon raus. Dann die neuen Federn. Diese sind, wurde mir gesagt, etwas leichter bzw. weicher und verdrehen sich gerne. So, damit sie mit brüchiger Paint besser umgehen können. Für FS dann vielleicht nicht unbedingt die beste Wahl. Aber muss ich zeigen. Dann braucht ihr bloß den neuen Follower einsetzen. Auch wieder einmal anheben unten, dass sie rausfallen, bzw. durchfallen, weil die rutschen im Gegenteil nicht raus. Federn einsetzen,
durchdrücken. Den Deckel vorsichtig wieder drauf schieben. Und das war's schon. Diese Follower sind jetzt eben ganz neu von Planet Eclipse. Agieren so sozusagen auch als Lockbolt und gehen besser mit den FS einher, dass sie und besser oben drauf liegen. Und auch normale Roundballs werden etwas sanfter behandelt. Und die Frage ist halt bei den Federn, wenn die eben weicher sind, was man tatsächlich auch gemerkt hat, ob sie dann bei FS auch Wirkung zeigen vom Druck, weil normalerweise braucht man FS ja härtere Federn, damit diese auch wirklich durchkommen, weil sie ja gerne mal durch ihre Form hängen bleiben können. Aber das muss ich zeigen. FS-Federn gibt es für den Magazin ja auch, kann man sich ja easy einbauen, aber diese neuen Follower sehen auf jeden Fall wesentlich effektiver aus als die alten, da die Kugel da eben auffliegt und nicht in diesem, dieser Kugel hier. So, dann hier die Knopf. Wieder zu, kennt man ja, der Magazin, kein Hexenwerk, nichts Neues. So, dann war's das schon. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.